Oh, hier wird angegriffen, scheinbar. Ja, beeindruckt. Okay, wir werden aber jetzt dicke aufrüsten. Zum einen hier drüben. Hinzufügen. Den Banner. Dass ich schön mehr Sachen mitnehmen kann. Und jetzt haben wir noch 100 übrig für Diamant sammeln. Ah, komm. Zack. Yeah. Jetzt kann ich auch basically... Eigentlich sollte ich jetzt 40 Sachen mitnehmen können, ne? Hier steht plus 15. Naja, ab dafür. Wir gehen hier hin. Wir werden jetzt doch schön die Kiste von denen looten. Da ist bestimmt wieder was drin. Ich place jetzt einfach hier mal ein paar mehr Türme hin. Weil das sind ja auch Wachtürme. So, und dann kommt hier das Tor einfach hin, habe ich beschlossen. So, und jetzt ganz schnell die ganzen Mauern bauen. Nebenbei am besten, glaube ich, Holz abbauen machen, wird noch Sinn machen. Gut, Redstone habe ich nicht mehr genug, aber ich kann eine Eisfalle bauen tatsächlich. Wo baue ich die am besten hin? Vor die Tür, oder? Tja, ich hätte jetzt gerne noch ein bisschen Redstone gehabt, wenn ich ehrlich bin. Okay, ich lasse euch erstmal schnell alle liegen. Vielleicht schaffe ich es noch ein bisschen Redstone abzubauen und dann noch ein Dings zu bauen. Komm schon, da ist Redstone, wichtig. Auch eigentlich noch mehr. Ich brauche 200. Okay, ja, die Sonne. Sonne ist untergegangen. Ich muss wieder zurücktippen mich jetzt. Wobei ich da hinten noch Dinge sehe. Redstone. Okay, okay, und jetzt muss ich schnell zurück zu meiner Base. Vielleicht das auch irgendwie da drüben, ja. Das ist überhaupt die richtige? Das ist nicht die richtige, das ist die falsche. Schnellreise! Okay, oh, die Pickel sind schon drin. No! Nicht gut. Schnell wieder zubauen. Ups. Ah. Okay, hier hinten neue Piglins. Okay, nice. Und wir ziehen weiter. Drüben kommen gleich die nächsten. Ja, da. Angriff! Nice, weg mit euch. Wir haben ja alle, oder? Auf der anderen Seite sind noch miese. Angriff! They are not giving up yet. Expect Piglin Reinforcements. Piglin Reinforcements? Okay, die Verteidigung auf der Seite. Ich versuche hier irgendwie allein zu verteidigen. Okay, hier sind sehr viele. Weiß nicht, ob ich das allein schaffe, wenn ich ehrlich bin. Bin mir unsicher, aber sieht ganz gut aus. Ah, wird knapp. Aber funktioniert scheinbar. Ich muss schnell zu meinen Leuten. Oh shit, Digga. Oh no, da kommen Mauerbrecher, habe ich gerade gesehen. Die sind hier, glaube ich, gerade sehr eingebrochen. Ja. So ziemlich. Weg mit euch. Ich habe gesehen, rechts ist nochmal ein Banner. Hier kommen nochmal welche. Nochmal Mauerbrecher auf. Oh no. Nein, verpiss dich. Nein, der nächste Mauerbrecher. Oh, die brechen da hinten auch schon ein. Okay, da hinten muss ich alleine hin. Kommt schon, weg mit euch. Okay, let's go. Da hinten sind meine Viecher. Kann man da zusammenspielen? Ich glaube schon, aber ich weiß nicht, ich spiele hier Kampagne. Ich weiß nicht, inwiefern... okay, da stand ein Turm. Ich weiß nicht, inwiefern man die Kampagne zusammenspielen kann. Aber das ist auf jeden Fall das Standard-Game hier. So. Das Teil klatschen wir jetzt auch einfach mal hier hin. Warte mal, kann ich nicht irgendwo... Wo kann ich einen Dias abbauen? Hier.
bei dem Brown House. Dann mache ich das mal kurz. Das ist auch das Letzte, was ich machen werde. Und dann geht's wann anders weiter. Das Ziel beim nächsten Mal wird dann auf jeden Fall sein, dass wir uns mehr Lagerplatz beschaffen. Dias abbauen, wie viele sind das? 35. Nochmal. Yo! Nochmal hier Dias. Nochmal 36. Ja, meine ganzen Viecher hier hängen schon wieder überall, bloß nicht bei mir. Naja, das reicht dann auf jeden Fall schon mal. Einen könnte ich noch hinschicken zum Abbauen, aber ich sehe hier gerade keine Quelle spontan. Aber dann bleiben wir erstmal hier stehen und gucken, ob die alle herkommen. Wir sehen uns beim nächsten Stream. Was auch immer. Und damit willkommen zurück bei Minecraft Legends. Wir spielen weiter. Spielen da weiter, wo wir aufgehört haben gestern. Ah nee, stimmt gar nicht. Ich wollte nachschauen, was das hier ist. Ich wollte mir die Belohnung abholen. Der Portalhaufen. Kann ich das auch alleine machen? Ich würde es einfach mal starten. Besiege 20 Wellen von Piglins, die das Dorf angreifen, um die Belohnung zu erhalten. Lass nicht zu, dass die Piglins den Dorfthron zerstören. Okay. Mal schauen, ob ich das alleine hinbekomme. Okay, okay. Yo. Das ist ein bisschen krass. Darf ich Sachen bauen? Nö. Okay, 20 Sekunden bis zur ersten Welle. Ich kann hier ein paar Sachen bauen. Bisschen dumm, dass ich jetzt hier weggerannt bin. So. 6 meine ich. Okay, von wo kommen die? Von da. Kommt doch her. Ah, ich kann sogar Mauern placen und so. Ich baue auf jeden Fall mal Türme. So. Weg mit euch. Erste Welle abgeschlossen. Eisen. Sind die jetzt in der Kiste, die Eisensachen? Ja, tatsächlich. Zusammen mit einer Steinmetzhütte. So, 3 Türme hier erstmal hin platzieren. Und dann noch hier, I guess. Zimmermannshütte für das Healing. So, und jetzt bin ich erstmal... Okay, die habe ich gerade in die Luft platziert. Egal. Okay, die kommen von 2 verschiedenen Richtungen. Das heißt, ihr greift an und ich mache die da hinten weg. Ja, weg mit euch. Boom. Wo läuft's bei denen da hinten? Nicht gut. Hä? Seid ihr blöd? Solche Idioten. Okay, jetzt habe ich mehr Plätze für mehr Viecher, habe ich gerade gesehen. Kohle habe ich. Aber ich habe keine Ahnung, was man mit Kohle machen kann. So weit war ich noch nicht. Streuturm. Platziere ich jetzt mal überall hier so einen Streuturm. Okay, dazu brauche ich mehr. Ich habe mittlerweile mehr Viecher. Oh, tatsächlich. Aber ich habe nicht genug Zeug zum Bauen. Das ist immer noch so laut, Alter. Holy shit. Die Frage ist, will ich über... Also, ich habe jetzt schon so viele Türme geplaced. Steinmetzhütte tut alles... Knall-Arsenal. Arsenal. Arsenal, Digga. Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass diese Mauern hier alle zu Stein verwandelt werden. Mit so einer Steinmetzhütte. Aber ich habe halt keine Mauern. Wie viel bringt das, ist die Frage. Setzen wir die mal hier hin. Und wo kommen die? Okay, die kommen jetzt von überall scheinbar. Aber ich hätte gerne noch andere Mobs. So. Creeper-Spawner. So, let's go. Wir müssen schnell hier hin. So. Das sollte reichen. Weg mit euch.
Mauern placen. Ja, die Streuhütte ist jetzt halt außerhalb der Mauern, aber juckt mich nicht. Okay, 40 kann ich mittlerweile mitnehmen. Ey, es wird immer... Ich bin ganz schön überfordert mit dem ganzen Stuff hier. Okay, ich muss mich ein bisschen beeilen. What? Wie schnell war denn das jetzt? Hä? Okay. Warte, ich kann dir Sachen schreiben. Jubel senden. Was ist passiert? Okay, würde ich sagen, ich bin noch viel zu unerfahren dafür. Erstens und zweitens hätte ich vielleicht viel mehr Wände bauen müssen. Weil ich glaube, das waren so Mauerbrechermäßig, die wieder durchgekommen sind. Alter, da habe ich ja gar keine Zeit für. Alleine, wie soll man das denn alleine denn schaffen? Naja, dann gehen wir einfach wieder in unser Game rein. Mit dem Helden, genau. What the fuck? So. Da sind wir wieder mit unseren 50 Millionen Leuten. Tja, ich will eigentlich... Wie viel kostet so eine Redstone-Falle eigentlich? Ich frage mich die ganze Zeit schon, ob ich die außerhalb aufbauen kann. Und dann einfach irgendwo reinschießen kann bei denen. Dann würde ich sagen, wir gehen erstmal... Glaube ich, die Zombies retten. The zombies are defenseless against the cruelty of the piglins. Please, you must help them. Jawohl. Was ist das da rechts? Komisches. Oh, Dornen. Was ist das hier denn? Ah, Fragezeichen einfach. Hey, that looks familiar. Okay. Untersuchen. This is one of my old lightning rod experiments. Oh, I don't think they should be doing that. I remember we had a terrible problem with forest fires until you built these towers to catch all the lightning from the sky. Yeah. Blitzableiter. I never decided what to do with all that energy. Looks like you have your answer, knowledge. The Elaine's can help you take that tower with you if you want. And there are even more of them scattered all around the overworld. Come back to the well and I'll teach you how. Ach nö. Ja, wahrscheinlich... Ach nee, Digga, da gehe ich jetzt... Das machen wir wann anders, wenn wir das nächste Mal zurückgehen, würde ich sagen. Und hier ist wieder irgendein Turm. Look, it's a frost tower. Ah, actually. Gehört der auch dazu? This old frost tower is still standing strong. I'm trying to remember what I built these for. Okay. Ah. I don't think that was what I had in mind, but it'll do. Oha. Ja, dieser Turm sieht aus, als könnte den Hilfsgeist abreißen. Ja. Nee. Wann anders. Ich denke, ich kann die dann irgendwo, wenn es heißt, ich kann die abreißen. The villagers are eager to support your heroic efforts. Their contribution waits in the village chests. Zombies are overrun. They fought bravely to help you, but they don't know how to handle such an attack. Dann werden wir ihnen jetzt helfen. Okay, was ich aber sagen wollte, wir können den bestimmt mitnehmen, woanders hin placen und mit dem kämpfen dann.
So. Easy befreit. Okay, let's go. The Piglins have awoken something dangerous in the zombies. Keep fighting and the zombie strength will join yours. Yo, was zur Hölle? Oh Gott, die Creeper. Okay, ich habe einen Haufen Viecher gerade verloren. Weil die auch irgendwelche Feuerangriffe haben. Yo, okay, wait. Au. Okay, meine Leute sind ganz schnell down. Okay, ich habe einen Plan. Dann werden wir direkt mal das testen, was ich mir vorhin überlegt habe. Angriff, ich muss die noch killen hier, weil sonst kommen die da hin, I guess. Alter, halten die viel aus. Vielleicht schaffen wir es irgendwie, den hier auszuschalten. Aber ich schicke die einfach alle mal dahin. Und greife jetzt von alleine hier an. Okay, scheinbar... Scheinbar hat es gereicht. Hä, aber ich... Ah ja, okay. Ah, nee. The zombies were eager to rejoin the fight. Now you can stop the piglins together. Ja. Yeah. Okay, der eine Viech ist weg. Okay, ich brauche gleich neue Leute. Ja, komm. Nice. Und der hier wird so attackiert. Angriff! Wo ist überhaupt das Portal? Ah, ich verstehe. Jo. Hey, hier schimmeln ja so viel Zombie-Villager rum. Mach mal irgendwas. Okay, geht immer schön auf den Turm. Ich werde... Ja, muss wohl oder übel wieder eine Treppe bauen, ne? So, dann geht auf den Turm. Los. Ich müsste vielleicht über die Treppe auf den Turm. Egal. Ich schaffe es auch irgendwie so. Aha. Aua. Alle die Treppe hoch und jetzt geht erstmal auf den Turm hier. Was ist denn das da drüben? Das ist ein riesiger Smasher, ne? Boah. Macht wahrscheinlich noch mehr Damage. Ich freue mich schon, wenn ich die Creeper habe, weil die machen ja sau viel Schaden. Sind irgendwelche Goldgruben? Ich glaube nicht, ne? Nur weitere Zombie-Villager. Ja, das sind ja alles jetzt noch so... Ey, was willst du hier? Nice. Hier geht es, würde ich einfach mal sagen, hier drauf. Und ich nehme jetzt mal die ganzen Einheiten hier. Und wir schicken die... Skelette... da drauf. Zusammen mit den Pratagole. Ja. Der Rest greift hier an. So. Weil ich glaube, Gold-Sammelstationen gibt es hier da tatsächlich gar nicht. Wenn, wir haben eh fast Max. Hä? Ah, okay. Ja, perfekt. Tagesandro, die Piglins schmieden Pläne. Verwende deine Karte, um deine Reaktion vorzubereiten. Okay. Egal, wir machen das erstmal hier kaputt. Let's go. Sie mögen diese Blume wirklich. Errungenschaft erhalten. Nice. Yeah.
Oh Gott, Hilfe.